Die Magie der vollkommenen Form. Der Kreis, über dem sich eine raumgreifende Kuppel erhebt, die äußerlich ihre Gestalt nicht preisgibt. Die Jahrhunderthalle in Breslau, das heute Wroclaw heißt. Ein Monumentalbau in vollem Wortsinn. Das gewaltige Gebäude ist zugleich ein Denkmal, errichtet zur Erinnerung an die Befreiungskriege. 1813 hatte der preußische König in Breslau zum Kampf gegen Napoleon aufgerufen. Mit dem Bau der monumentalen Ausstellungs- und Festhalle erreicht ein Jahrhundert später das Schwungrad des architektonischen Fortschritts die mittelalterliche schlesische Stadt. Am 28. Juni 1911 genehmigt der Stadtrat den Bau der Jahrhunderthalle. In Sichtweite des historischen Altstadtkerns erhebt sich bald ein Gewirr von Balken, Stangen und Gerüsten, über denen die Vision eines Architekten Gestalt annimmt. Eine Kuppel, deren Spannweite die des römischen Pantheons um vieles übertreffen sollte. Mit dem Entwurf dieses gigantischen Gewölbes schreibt der Architekt und Stadtbaurat Max Berg Architekturgeschichte und setzt sich mit der Verwirklichung des Bauwerks auch selbst ein Denkmal, das, wie er hoffte, noch nach Jahrhunderten Zeugnis von der Kultur unserer Zeit ablegen sollte. Die Jahrhunderthalle ist zugleich der Triumph eines neuen Baumaterials. Eisenbeton. Zement, durchmischt mit Sand und Kies, mit Wasser angerührt, armiert mit Eisengestänge. Erstarrt, in eine Form gegossen, zu unerhörter Festigkeit. So konnte Berg es wagen, die Kuppelwölbung aus 32 schlanken Gewölberippen zu bilden. Weniger wagemutig waren die Arbeiter, die sich weigerten, die Verschalungen zu entfernen, aus Furcht, das Gebäude würde zusammenbrechen. Der Architekt musste einen Passanten mit einer Goldmark überreden, ihm beim Lösen der ersten Spannschraube zu helfen. Das zukunftsweisende Bauwerk erinnert von Ferne und entfernt an eine Stufenpyramide. Als zur Einweihung im Mai 1913 vor dem Hauptportal die Honoratioren der Stadt mit sichtbarem Stolz und ohne weibliche Begleitung posierten, schienen die hitzigen Debatten im Stadtrat um den Bau der Halle vergessen. Mit geschickter Propaganda hatte es der Architekt verstanden, sein Vorhaben auch in der Bevölkerung populär zu machen, die nun in Scharen zu dem 42 Meter hohen Monument pilgerte. Spannweite. Nie zuvor war ein so riesiger Raum mit dem noch wenig erprobten Eisenbeton überwölbt worden. Viermal hatten Statiker die Berechnungen überprüft. In einer der vier Apsiden war die weltgrößte Orgel eingebaut. Das von Gerhard Hauptmann eigens zur Einweihung der Halle geschriebene Festspiel wurde von Max Reinhardt inszeniert. Doch stieß das Stück wegen seiner pazifistischen Tendenz auf Ablehnung. Als eine Bühne für theatralische und musikalische Darbietungen hatte sich Berg die Jahrhunderthalle vorgestellt. Das Ausstellungsgebäude war von ihm als Kulturtempel geplant. Ein radikal schmuckloser Tempel. Beton ohne Verkleidung. Die Notwendigkeit der Konstruktion bestimmt die Ästhetik.
Konsequent verweigerte der Architekt jede Verschönerung des Materials durch Dekorationselemente. Im künstlichen See auf der Nordostseite der monumentalen Halle begegnet ihr Spiegelbild dem einer kleineren Kuppel. Einer der Kuppeln des sogenannten Vier-Kuppel-Pavillons, den der Architekt Hans Pölzig zur Jahrhundertausstellung entworfen hatte. Die Jahrhundertausstellung bildete das Rahmenprogramm der Gedenkfeierlichkeiten. Durch die monumentale Jahrhunderthalle aber fiel auf die schlesische Stadt noch ein Abglanz der Weltausstellungen, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in den Metropolen zu Publikumsmagneten geworden waren. In Breslau wurden 1913 den Besuchern allerdings nicht die neuesten Entwicklungen aus Technik und Industrie vorgestellt. Hier konnte sich das Publikum an historischen Gärten oder einer japanischen Parkanlage ergötzen und sich in einer Abteilung der Gartenbauausstellung mit Friedhofskunst Anregungen holen. Von der weit geschwungenen Pergola mit 750 Säulen hatten die Besucher das Monument vor Augen. So zukunftsweisend die Architektur Bergs auch war, er fühlte sich zugleich der Tradition verpflichtet. Mag im Monumentalen der Halle etwas vom wilhelminischen Bombast mitschwingen, sein Raumempfinden ist mehr in der Gedankenwelt der Gotik verwurzelt. Wie bei den hohen mittelalterlichen Domen die Raumverschwendung kein Selbstzweck war, sondern den Gläubigen erheben sollte, wollte Berg mit Überhöhung des Zweckbaus beim Besucher ein Gefühl von Ehrfurcht erzeugen. Schwebende Kuppel ist ein Symbol der geistigen Welt. So hatte der Architekt seinen Entwurf verstanden wissen wollen. Er hatte gehofft, dass die Halle zu einer Pilgerstätte, einem Kulturtempel wie das Festspielhaus in Bayreuth würde. Doch nicht für eine exklusive Gesellschaft, sondern für alle Bürger. Ein Dom der Demokratie. Ein anderer Geist zog in den 1930er Jahren in diesen verweltlichten Sakralraum ein. Die Nationalsozialisten fanden in der Jahrhunderthalle einen idealen Ort für ihre Massenveranstaltungen. Ihre Hauptakteure nutzten die gewaltige Raumwirkung als Bühne für ihre gewalttätigen, pompös inszenierten Auftritte. Unter dem Symbol der geistigen Welt hatte der braune Zeitgeist Einzug gehalten. Im monumentalen Kuppelbau ging der Einzelne in der Masse auf und unter. Architektonischer Baustein. Deswegen hatte Berg die Wandflächen durch umlaufende Fensterbänder aufgelöst. So kann das Licht die 126.000 Kubikmeter des leeren Raums wie eine Sonnenuhr beschreiben. Die Jahrhunderthalle hat das tausendjährige Reich überdauert. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist Breslau polnisch und heißt Wrocław. Mit dem Namenswechsel der Stadt hat auch die Jahrhunderthalle ihren Namen geändert. Sie wird jetzt Halla Ludowa, Volkshalle, genannt. Dem weit vorschwingenden Säulenvorbau des Haupteingangs gegenüber sticht seit 1948 die Nadel,
ein 90 Meter hohes Denkmal, als Zeichen der wiedergewonnenen polnischen Freiheit ihre Spitze in den Himmel. Um die Symmetrie zu betonen, und weil es natürlich für den Einlass von Menschenmassen sinnvoll ist, hatte Max Berg auf vier Seiten der Rotunde den Himmelsrichtungen entsprechend je einen Eingang geschaffen. Die schlichte, undekorierte Ausstattung der Haupteingangshalle zeigt eine architektonische Handschrift, die 1913 auf viele Zeitgenossen als unangemessen für einen Repräsentativbau gewirkt hatte. Die Treppenaufgänge und der Hallenumgang selbst mit seinen Oberlichtern verrät die Nähe zur Industriearchitektur. Für Max Berg, der wie Hans Pölzig und natürlich Walter Gropius neue Formen einer unverlogenen Baukunst suchte, stand die Funktionalität des Gebäudes an erster Stelle. Und darin liegt wohl der Grund, dass seine Jahrhunderthalle auch nach fast einem Jahrhundert nicht veraltet, wenn auch an vielen Stellen renovierungsbedürftig wirkt. Sachlichkeit und Monumentalität sind bei diesem Denkmal der Baugeschichte keine Gegensätze. 127.000 Kubikmeter überwölbte Leere. Der Raum besitzt das schlichte Pathos der Größe. In der kommunistischen Ära Polens nutzte man das monumentale Erbe weiterhin als Mehrzweckhalle. Bei Kongressen, Sport- und Musikveranstaltungen finden 6.000 Menschen in der Halle Platz. 1997 wurde die Halle Ludowa neu bestuhlt. Seitdem ist sie mit beweglichen Tribünen für Opernproduktionen und mitunter auch für Luftsprünge geeignet. Als Sinnbild des Kosmos begriffen, unter dem sich der Einzelne geborgen, manchmal aber auch verloren fühlen kann. Die Jahrhunderthalle. Zukunftsweisend war die architektonische Vision. Der Zeit voraus war aber auch ihre Realisierung. Mit der Fundamentierung des Bauwerks war am 31. August 1911 begonnen worden. Im Dezember 1912 stand der Rohbau. Selbst nach einem Jahrhundert technischer Weiterentwicklung ließ es sich auch mit dem Einsatz moderner Maschinen die Bauzeit kaum beschleunigen. Weitere Informationen zu unserer Reihe finden Sie im Internet unter www.schätzederwelt.de.